Ja, und wenn man sich diese Tarife nun mal angeschaut hat, dann war zum Beispiel der niedrigste Tarif, der für 40 Euro, glaube ich, angeboten wurde, halt mit Telefon-Flatrate und 3,3 Mbit mit 5 Gigabyte, wo ich mir am Anfang gedacht habe, 5 Gigabyte haben die einen Knall. Fast jeder, den ich kenne, der, sagen wir mal, nicht unbedingt Online-Spiele spielt wie ich, nutzt mindestens mehr als das Doppelte. Also bei mir kann man es verzehnfachen schon. Tja, bei dir ist es auch was anderes. Also ich bin schon der Hardcore-User, also wenn ich Hast da zum... du Ja. zufällig Pflasterstein? 18 Stück. Wo bist 18 du? Stück? Hier, Ja. Oh, gegenüber. da. Okay, dann komme ich mal vorbei. Also ich... Ja, ich gehe mal am Land. Wir haben Dann sogar ist eine am besten. Schwimmanimation, das wusste ich noch gar nicht. Geil. Cool. So, Cool, hier. danke. Ich bin ja auch mehr der Hardcore-User. Also wenn ich da zum Beispiel mal sehe, oh, da ist die neue Beta von dem Spiel, da sage ich immer, okay, cool, da kann ich mal reinschauen, da kann ich mal sehen, einerseits, wie ist der Stand der Dinge, Wollen wir pennen? wie Ganz lässt, kurz. Ist vielleicht besser. ja, wie lässt sich spielen und da kann man einfach viele neue Neuestes Dinge über Beispiel erfahren. Firefall. Ja, auch Firefall. Gerade wenn man halt so solche Scheißbeschränkungen hat, dann da überlegt man sich zweimal, ob man einen Client runterlädt. Ja, das auf jeden Fall. Und Steam-Updates. Das ist Brenne. das berühmteste Beispiel für mich. Steam-Updates. Ja, Also Steam wenn... Updates ist immer ein lustiges Thema. Oh. Ja, also da hat sich die Anschaffung einer externen Festplatte für mich gelohnt. Schaue ich ja immer gern mal bei dir vorbei. Externe Festplatte hochhalt. Ich brauche neue Updates. Ja, aber ich sag mal, jeder, der in der Situation, der in der Situation mal war, Ja, der das weiß auf es alle. zu schätzen. Jemanden zu haben, wo man dann sagen kann, ne? Kann ich mal schnell vorbeikommen, um das und das und das zu holen. Ja, gut, wir sind ja noch in der schönen Position. Du wohnst zwar nicht gerade um die Ecke, aber gut, halbe Stunde Laufweg für mich. Da schnappe ich mir halt mal meinen Hund und lauf mal vorbei. Also. Ruckzuck ist mal da. Also, das ist. Ja, ich habe sogar wie einen Sport gemacht, ha. Ja. Toll. Ja, aber das ist ja, wenn man die Möglichkeit hat, ist es gut. Ansonsten ist immer ein bisschen. Ja, insbesondere wenn man gute Freunde hat. Also, ansonsten ist es halt echt scheiße für manche, die dann alleine sind. Gut, 5 GB, die möchten für, sagen wir mal, Leute, die nur mal ab und zu online gehen oder nur auf Facebook ein paar Statuse durchschauen und sonst nichts weiter im Internet haben, machen gut sein, aber dafür 40 Euro, glaube ich, zu verlangen, die haben Knall. Meiner Meinung nach. Ja, es ist auch nicht gerechtfertigt. Muss man schon sagen. Dagegen haben wir noch eine andere Situation, wie bei unserem Kumpel, der auch auf diesem Server ist, nämlich Next, bei dem sich das Ganze etwas anders entwickelt hat als bei mir. Tja, durch einen glücklichen Zufall habe ich halt, bin ich von DSL Lite zu, theoretischerweise hätte ich Hunderttausender Leitung haben können. Au! Verdammt. Ja. Wobei, ich habe jetzt 25.000er. Reicht vollkommen aus. Oh. Ich hätte mal was essen sollen. Hier. Fuck. Durch das ganze Geschwafel gar nicht mehr aufs Essen geachtet. Naja, das sollte man noch schon noch machen. Ja, wie gesagt. 25.000er. Geht gut ab. Kann man, glaube ich, so ausdrücken. Reicht auch vollkommen für einen normalen User. Also ich bräuchte keine 100.000. Ich wüsste gar nicht wozu. So warte ich halt dann vielleicht ein bisschen länger, bis ich bestimmte Spiele hab. Nehmen wir jetzt mal große Sachen wie auch, was ist es denn zum Beispiel? DC Universe sind ja, glaube ich, an die 20 GB. Das Ja, Spiel. also bisher, wo ich weiß, fast jedes neue Spiel hat 20 GB. Also Assassin's Creed 3, wo ich installiert habe, ja, halt ja bei 20 GB Festplattenspeicher frei. Okay. Oder Borderlands 2 ist, glaube ich, auch so 20 GB, wobei ich da Also noch es sind nachschauen schon müsste.
Ja, aber das hat man. Au. Das hat man relativ schnell zusammen, sag ich mal. Man wartet halt teilweise ein bisschen länger, aber. Das Einzige, wo es manchmal ein bisschen nervt, ist halt unter anderem, wenn man jetzt sieht, Yippie. Unter anderem, wenn man jetzt zum Beispiel den Upload hat. Der ist bei. Was lade ich hoch? 400 kb. Knapp ein bisschen weniger. Ist einiges, also ist man gar nicht in Schatten stellen eigentlich, aber ja, irgendwo. Man Ja, ist so man viel möchte immer gewöhnt mehr. dann auf einmal und vor allem auch am Anfang. Ich habe ja, viele regen sich auf im Moment über diese Limitierung von der Telekom hier, über nur ein bestimmtes Volumen nur noch zu verfügen. Da wird man Ich ja muss. am Ende auf DSL-Lite runtergestuft, 384 Kilobit, und gerade deswegen wird ja auch aufgeregt, dass es gleich auch außerdem so krass ist. Was ich auch verstehen kann, weil Ja gut, eigentlich dass könnte es man auf doch. DSL-Lite runtergestuft wird, das ist krass, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt mal rein von. Blöde Tür! Rein von der. Wie soll ich sagen, von dem. Die Hühner legen ganz schön viele Eier. Eier. Rein da von der. Von der Drosselung her gesehen. Ich bin sie jetzt im Moment auch nicht anders gewöhnt. Huch. Also. Gut Deutsch, du wirst genauso gedrosselt, obwohl du halt eine feste Leitung, Festnetzleitung Also hast. wir haben Ja, Festnetzleistung. 250 Gigabyte im Monat frei. Und ja, die sind auch relativ schnell immer voll. Weil gerade wenn man auch trotzdem auf YouTube immer hochlädt und auch auf YouTube viel guckt und da fallen ja halt trotzdem viele Sachen an. Steam-Updates oder meinetwegen so Updates von irgendwelchen MMOs. Also es fällt dann schon relativ viel an. Und dann, wie gesagt, ist halt das Volumen ruckzuck voll. Der einzige Unterschied ist halt bei mir, dass es halt nicht direkt auf DSL Lite gedrosselt wird, weil das ist schon, da stimme ich komplett zu. Das ist schon heftig. Das ist zu heftig einfach. Das finde ich, ja, scheiße. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist scheiße, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass man mindestens zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, 3000 oder besser 6000er Leitung macht, weil ich mit meiner 3,3 Mbit Leitung von LTE, ich kann trotzdem 720p Videos auf YouTube anschauen, ruckelfrei. Ich weiß gar nicht, ich muss zu meiner Schande gestehen. Hi erstmal. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, auf was ich letztendlich gedrosselt werde. Fakt ist aber, dass es mich überhaupt nicht beeinträchtigt. Großartig. Also, ich lade halt dann, was weiß ich, statt 3 MB nur noch 1,5 oder so runter. Interessiert mich aber nicht großartig, sag ich dir ganz ehrlich. Ist natürlich auch klar, weil das für mich jetzt an und für sich keine große Einschränkung ist. Es ist trotzdem noch rasend schnell. Anders wird es aussehen, wie gesagt, wenn es so ist wie bei der Telekom halt. Ja, wenn dann auch wieder auf Dies diese liked DSL ist. Lite, weil das ist Einfach nur zu scheiße. krass. Also ich bin froh, dass ich von der Zeit weg bin, auch wenn ich mal, wenn ich gedrosselt werde, wieder auf diese like komme, aber ich schaue halt, dass es für mich zum Beispiel selber, ja, möglichst nicht so oft passiert. Ja, natürlich. Wer will das schon? Also. Weil das halt echt eine krasse Einschränkung ist. Gerade auch, es reicht ja nur. Trotz. Och nee. Verdammt. Es reicht ja nur, ne, auf YouTube immer rumzugucken. Mit DSL Lite, ja, wenn man jetzt allein, wie gesagt, in dem Haushalt ist und wirklich nur allein die Videos gucken möchte. Dann mag das gehen. Aber wenn man jetzt ein mehr, ne, nicht mehr Familienhaushalt, aber wenn jetzt auf jeden Fall schon mal mehrere im Haus sind, die halt zwei oder drei Leute, die halt dann einer, der nur im Internet surft und ein anderer, der YouTube-Videos guckt, das schränkt dann schon ein, nur dass der eine surft auf Google oder so und nach Bildern guckt. Auch wenn man es nicht glauben mag, aber das schränkt unwahrscheinlich ein. Und das ist schon heftig einfach. Finde ich. Das ist wirklich heftig. Wir haben es ja alle mitgemacht. Sowohl
Speedico, als auch du, als auch ich, wir haben alle diese DSL-Lite-Phase mitgemacht. Und wir haben alle, gut, bis auf bei dir war es, glaube ich, kaum einer. Aber Speedico und ich, wir haben ja noch andere Leute im Haushalt gehabt, die, ne, auch ins Internet wollten. Ja gut, bei mir war es zeitweise mal so, ich habe meine Geschwister wegen gehabt, die ein bisschen immer mit waren, aber die waren halt nur ab und zu mal halt drin. Haben wir da mal Google angemacht, da haben wir das angemacht. Ich habe Aber es das auch merkt man schon. halt, wie gesagt, extrem trotzdem. Ja, ich habe es auch öfters und extrem gemerkt, aber bei euch war es heftiger, das stimme ich zu. Ich betreibe mal auch wie ein Terraforming, Warum? habe ich gerade beschlossen. Was machst du? Terraforming. Oh. Dieser Warum? Sandhügel muss weg. Warum mache ich mir denn zum Teufel? Ja, mach mir noch eine Schaufel. Ich wollte mir eigentlich eine Axt machen. Verdammte Axt, verstehst du? Au. Und hast dir eine Schaufel gemacht. Okay. Einschränk. Ey, das habe ich doch alles erst zuge. Naja. Terraforming, der Berg muss Das habe weg. ich alles erst zugebaut. Da war grün. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, krasse Einschränkungen zu. Ohne Mist, hast du was zu essen dabei? Ja, ich habe was zu essen dabei. Gib mir was, weil ich hab an alles gedacht, bloß nicht an Essen. Irgendwas hast du mir jetzt noch gegeben. Ja, ein paar Brote. Irgendwie sah das noch nach einem anderen Item aus, keine Ahnung. Danke. Selbst eine Zombie-Brot. Essen-Animation haben die drin. Cool. Ja, zu krasse Einschränkungen, ganz klar. Aber was soll man machen? Die Petition hatten sie ja dem netten Herrn, dessen Name mir entfallen ist. Ja, Ist peinlich. ich hatte die ganze Zeit auch noch seinen Namen im Kopf gehabt. Also ich weiß es gerade auch nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall, ja, ein neckischer Kommentar und das war's. Seinerseits. Also, Das ich finde es Problem ehrlich an gesagt und einfach schade, dass die Telekom auf einmal solche Seiten aufzieht. Weil die Argumente, die sie auch gebracht haben, dass zum Beispiel der Heavy User, also Leute, die wie wir zum Beispiel, die ganz viel laden über Steam, am besten noch so Services wie Maxdome exzessiv nutzen, etc. Also Leute, die im Normal. Die, wenn sie, ach keine Ahnung, mal so richtig fette Leitung haben, bestimmt einen Terabyte hinkriegen würden. Ja, dass diese Heavy User von den kleineren Benutzern oder Internetnutzern subventioniert werden müssen. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auf gut Deutsch einfach, die Kleinen bezahlen die Großen. Wenn man so sagen kann. Ja, es geht ja, aber das Problem ist ja, es geht ja noch weiter. Es bleibt ja nicht hier. Es geht ja noch insofern weiter, dass die Telekom sagt, dass gerade die großen Seiten, das weißt du sicherlich auch, das hast du sicherlich auch mitgekriegt. Wir gehen mal pennen, würde ich mal vorschlagen. Okay. Dass gerade die großen Seiten wie YouTube und so, also die auch häufig. Na, 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 so können wir das nicht machen. Muss ausgeleuchtet werden. Wie gesagt, die großen Seiten, die oft genutzt werden und oft angesteuert werden, dass die auch zur Kasse gebeten werden. Ja, gebeten werden sollen, kann man so sagen. Ganz einfach, damit die nicht gedrosselt werden. Also es wird einmal Geld vom Kunden an und für sich, also von den Endnutzern, ja, kassiert. Einmal hiervon. Und dann bittet man aber zusätzlich noch, um noch mehr Geld zu kassieren, Internetseiten, die häufig, wie gesagt, angesteuert werden zur Kasse. Indem, dass man sagt, wenn ihr wollt, dass die Leute auch bei eurer Seite hier nach dem Motto, dass alles schnell lädt, müsst ihr auch noch zahlen. Ich So, glaube, das. kleine Er Erklärung wäre gut, weil die Telekom hat ja ungefähr so geplant, ähnlich wie bei uns, ihr habt so und so ein Volumen frei und wenn ihr das aufgebraucht habt, werdet ihr gedrosselt.
Nur das Lustige am Anfang war ja,